Hallo und herzlich willkommen bei KVTV Praxis, das Magazin. Anfang des Jahres ist das Kompetenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin an den Start gegangen. Die gemeinsame Einrichtung von Universitätsmedizin, Krankenhausgesellschaft und Landesärztekammer sowie der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz will mehr Ärztinnen und Ärzte in die ambulante medizinische Versorgung bringen und damit den Trend des Landarztmangels stoppen. Das Kompetenzzentrum will den ärztlichen Nachwuchs noch stärker als bisher auf dem Weg zur hausärztlichen Tätigkeit unterstützen und hat dafür ein spezielles Programm gestrickt. Jetzt soll es endlich losgehen. Die Mitarbeiter des Kompetenzzentrums Weiterbildung Allgemeinmedizin stehen in den Startlöchern und stellten am 13. Juni in der Unimedizin das Programm vor. Das Kompetenzzentrum organisiert das rheinland-pfalzweite Weiterbildungskolleg Allgemeinmedizin. Angehende Allgemeinmedizinerinnen und Mediziner profitieren von strukturierter, attraktiver und qualitativ hochwertiger Weiterbildung, die Praxis und Theorie verzahnt und bei der auch gegenseitiger Austausch nicht zu kurz kommen soll. Das Kompetenzzentrum ist die gemeinsame Einrichtung von Universitätsmedizin, Krankenhausgesellschaft und Landesärztekammer sowie der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz. Wir haben den großen Nutzen, dass wir Kolleginnen und Kollegen in die Versorgung bekommen, die schon sehr viele Inhalte gelernt haben, die früher die Allgemeinärzte sich erst während ihrer Tätigkeit in der Praxis mühsam aneignen mussten. Wir haben eine betriebswirtschaftliche Vorbildung und sozialrechtliche Aspekte werden behandelt. Das sind alles Inhalte, die früher nicht vermittelt worden sind, weil sie nicht in den Kliniken und in den Praxen direkt vorkamen. Die Inhalte des Seminarprogramms sind vor allem praxisnah und wichtig für die Umsetzung im beruflichen Alltag, sagt Professor Burkhard Schappert, der medizinische Leiter des Kompetenzzentrums. Wir wollen die jungen Assistentinnen und Assistenten ermutigen, den Schritt in die Niederlassung zu gehen. Und wir wollen sie betriebswirtschaftlich schulen, sodass auch ein wirtschaftlicher Erfolg da ist, aber auch eben die andere Seite des Lebens, nämlich Lebensqualität und auch Zeit, Hobby und so weiter pflegen kann. Und ich glaube, dass wir da schon ein bisschen Rüstzeug an die Hand geben können. Das strukturierte Angebot am Kompetenzzentrum ergänzt die praktische Weiterbildung durch ein attraktives Seminar- und Mentoring-Programm. Die Begleitseminare werden nicht nur von Medizinern, sondern auch von Experten aus anderen Bereichen gehalten und bieten ein breites Spektrum an Themen, die für die tägliche Arbeit und die Facharztprüfung relevant sind. Ich glaube, die KV kann uns sehr, sehr viel helfen. Also erst einmal stellt sie uns Referenten für die betriebswirtschaftlichen Module der Weiterbildung, aber auch für Fragen der Niederlassung, des Kassenarztrechts und so weiter. Aber sie ist eben uns auch ein Partner, die bemüht ist, die Barrieren und die Hürden der Niederlassung ja auch ein bisschen herunterzudrehen, diese Niederlassungshemmnisse, die vorhanden sind, mit zu reduzieren. Und dann ziehen wir eigentlich alle am gleichen Strang und das ist das Schöne. Wir werden das begleiten, wir werden das Kompetenzzentrum unterstützen und wir möchten, dass es einen Beitrag dazu leistet, dass sich viele Studienabsolventen auch für die Allgemeinmedizin entscheiden und wir dadurch den sehr, sehr dringend benötigten Nachwuchs auch bekommen in unsere Versorgung. Informationen zum Programm des Kompetenzzentrums finden Sie auf der Website. Die Adresse, die sehen Sie unten eingeblendet. Wenn Sie Fragen zur ärztlichen Weiterbildung haben, dann können Sie sich auch an die Koordinierungsstelle Weiterbildung Allgemeinmedizin wenden. Die Koordinierungsstelle ist für alle da, die in Rheinland-Pfalz eine Weiterbildung in der Allgemeinmedizin anstreben oder selbst auf diesem Gebiet weiterbilden wollen. Sie bringt Ärzte in Weiterbildung mit weiterbildenden Praxen und Kliniken zusammen und sorgt so für einen reibungslosen und das ist ein großer Vorteil, für einen unterbrechungsfreien Weiterbildungsverlauf. Hier in Grünstadt, da wurde gerade der 9. Weiterbildungsverbund gegründet mit dem Kreiskrankenhaus und 8 Hausarztpraxen als Gründungsmitglieder. Das Tolle hierbei, so ein Verbund garantiert die gesamte Weiterbildung in einem Zeitabschnitt in der Praxis und im Krankenhaus. Eine wohnortnahe, ambulante, ärztliche Versorgung in Rheinland-Pfalz, das zu gewährleisten, wird eine immer schwierigere Aufgabe. In der KV Rheinland-Pfalz geht man derzeit davon aus, dass in Rheinland-Pfalz in den nächsten Jahren mehr als die Hälfte aller Arztstellen nachbesetzt werden muss. Das ist eine Mammutaufgabe
Und das weiß auch die Landesregierung. Sie hat sogenannte Zukunftswerkstätten unterstützt, in denen Projekte zu den Themen ärztliche Kooperation, Gesundheitszentren, Delegation, Mobilität und Nachwuchsförderung entwickelt wurden. Am 4. Juni wurden die Ergebnisse Vertretern von Gemeinden und Verbänden präsentiert. Es gibt in vielen Projektregionen gute Strategien und Modelle. Das stellte die Gesundheitsministerin Sabine Betzing-Lichtentäler bei der Abschlussveranstaltung des Projekts Lokale Zukunftswerkstätten zur Sicherung der ärztlichen Versorgung fest. Das Projekt wurde im Herbst 2014 im Rahmen des Zukunftsprogramms Gesundheit und Pflege 2020 auf den Weg gebracht. Im Vordergrund stand die Frage, wie junge Ärztinnen und Ärzte für eine Tätigkeit im ländlichen Raum gewonnen werden können. In der Abteilung Sicherstellung der KV Rheinland-Pfalz arbeitet man intensiv an Ideen. Zusammen mit der Landesärztekammer, der Krankenhausgesellschaft und der Unimedizin wurden spezielle Angebote entwickelt, um die Weiterbildung in der Allgemeinmedizin zu fördern. Wir haben zum einen die Förderung der Allgemeinmedizin in Höhe von bis zu 4.800 Euro pro Monat, wenn man eine Vollzeitstelle hat. Wir haben die Koordinierungsstelle Weiterbildung, die hier bei uns in der Kassenärztlichen Vereinigung eingerichtet ist. Und jetzt kam eben noch abrundend das Kompetenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin dazu. Dr. Peter Heinz, der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz, betonte dann auch auf der Veranstaltung am 4. Juni, dass die KV Rheinland-Pfalz alles daran setzt, ihrem Sicherstellungsauftrag nachzukommen. Die verschiedenen Programme und Fördermöglichkeiten sollen den jungen Medizinerinnen und Medizinern frühzeitig zeigen, warum sich die Niederlassung in Rheinland-Pfalz lohnt. Ganz neu ab Juni gibt es nun auch ein Beratungsangebot speziell für die Kommunen, das gemeinsam von der KV Rheinland-Pfalz und dem Land finanziert wird. An sogenannten Thementischen wurden ausgewählte Projekte vorgestellt. Kooperationsmodelle mit unterschiedlichen Partnern, Versorgungszentren in unterschiedlichen Formen und die Koordinierungsstelle sowie das Kompetenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin. Meine Erwartungen sind, dass die Abstimmung und auch die Zusammenarbeit weiterhin so erfolgreich fortgeführt wird, dass wir Anziehungspunkt werden für die Ärzte in Weiterbildung. Wir bieten der neuen Generation etwas. Wir haben ein Rundumpaket für die jungen Ärzte und ich hoffe, dass das auch angenommen wird und dass es als Magnet funktioniert. Alle Informationen zu den Programmen und Fördermöglichkeiten der KV Rheinland-Pfalz sowie zur Zusammenarbeit mit den Partnern finden Sie auf den Seiten der KV Rheinland-Pfalz im Internet. Sollten Sie spezielle Fragen haben, dann hilft Ihnen auch das Service Center weiter, den richtigen Ansprechpartner zu finden. Die Nummer, die sehen Sie unten eingeblendet. Das war KV TV Praxis, das Magazin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!